Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, Hundi. Ich habe hier ein bisschen Pause gemacht zwischendurch und wollte mich längst mal wieder mit der Mama Murphy unterhalten. Die hat ja die Möglichkeit, dank von Mentaten, also von Rauschmitteln, das dritte Auge zu öffnen. Mama Murphy. Du brauchst das dritte Auge. Ja, ich brauche es. Mir, dass Mentats uns den richtigen Rausch für einen weiteren Blick in dein Schicksal bescheren werden. Super, super. Na dann hier, bitte. Nimm's. Hier, bitte. Ah, hervorragend. Ich spüre, wie das dritte Auge sich öffnet. Aha, aha. Ich sehe dich. Den mächtigen Jäger. Aber du jagst kein Tier, auch keinen Menschen. Aha. Etwas anderes. Vielleicht etwas, was mehr ist als ein Mensch. Erzähl mehr. Was ist das? Ich sehe einen Mann in Weiß. Er steht über deiner Beute und er sagt etwas. Es ist schwer zu verstehen, aber ich versuche es, Kind. Okay, los, erzähl. Sagt, Z247 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Zeta53Kilo. Dann fällt er und bewegt sich nicht mehr. Mach dir wegen mir keine Sorgen, Kind. Die Camps spielen gerade ein wenig verrückt. Okay, okay. Ich werd schon wieder. Früher oder später. Okay. Okay. Ich meine, also die muss wirklich in die Zukunft gucken können, ne? Also, woher sollte sie sowas eigentlich wissen? Ja. Ich hatte mir zumindest gedacht, also erstmal danke hier. Ich hatte mir gedacht, wir machen Silverschraut-Aktion in Good Neighbor. Was haltet ihr davon? Ich denke, das ist eine gute Idee. Das heißt, wir werden uns... Oh, hier steht noch ein... Da steht noch einer. Aha. Echt? Den müssen wir noch abholen, ne? Und zwar nach Good Neighbor. Good Neighbor. Good Neighbor. Diamond City. Good Neighbor ist hier ein bisschen woanders. Und zwar da in dem Haufen war das, ne? Da ist noch ein Vault. Ach, das war ja der Untertage. Aber wir haben ja noch so viel, was wir uns hier angucken müssen, ey. Stelle ich gerade fest. Guck mal hier, wir müssen noch in diese ganzen Gebäude noch dauerhaft mal richtig rein. Hab ich das jetzt hier übersehen oder so? Nee, Good Neighbor ist doch hier oben. Trinity Tower. Hester. Combat Zone. Genau, das ist doch hier um die Ecke. Da. Wusste ich's doch. Und Hinder. Tumblr's Today Magazine. Bobby Pins more effective than Lockpicks. Okay. Ach, das ist auch etwas, wo man, vergrößert sich der korrekte Bereich beim Schlossknacken. Ah. Mal gucken, ob man die Sachen dann irgendwann findet. Ich wollte mal gucken. Aha, hier gibt es eine... Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Hier gibt es ja eine Power-Rüstungsstation. Scheint, als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo hinpasst. Okay. Wer denn? Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Kamera. Ja, wir müssen... Kleost. Was ist da drüben? Kommen wir da hin? Nee. Wahrscheinlich durch einen Nebenraum hier drüben. Keine Sorge. Na? Hey, so. Hab gehört, du hast gestern Abend eine Tracht Prügel kassiert. Wer? Alles okay? Ja, ein Raider kam in die Stadt. Wir dachten, sie könnten mich herumschubsen. Ohne Scheiß? Warum hast du nicht gerufen? Ich hätte dir geholfen. Nee, kein Problem. Aber später könnte ich Hilfe gebrauchen. Wo quatschen die denn? Im Haus oder was?
Scheint so. So, wir sollen das Radio anschalten. Und zwar das Silver Shroud Ride Radio. Wenn das Böse die Straße... An alle Silver Shroud Fans, eine einmalige Ankündigung. Ja? Silver Shroud kehrt zurück und wird unsere Stadt vom Bösen befreien. Wow. Ihr habt alle davon gehört, dass Wayne Delancey die arme Miss Selmy samt ihrem Kind ermordet hat. Okay. Ein paar lausiger Kronkorken. Der Tod ist hinter dir. Hey, warst du das gestern Abend an den Barrikaden? Hast du auf den Supermutanten geschossen? Hervorragend gezielt. Ah, ich hab einfach an die Worte meiner Mutter gedacht. Schieß auf die Brust. Wenn das Böse die Straßenpostens heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen. Er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Okay. Heute ja. Das Mysterium von Bürgermeister Murphy. Aha, aha. Zu erkennen. Ganz langsam. Ja. Silver Shroud. Keine Furcht, alter Freund. Okay. Es scheint so, dass wir uns hier als Silver Shroud anziehen dürfen jetzt. Das werde ich auch tun. Hier ist ja Raider Leder. Hund, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Brauchst hey. Du was zum Entspannen? Nee, ich brauche nichts. Komm mal her, handeln. Wir haben hier Krams bei, also sorry. Den Schutzanzug, den übernimmst du mal. Gurtzeug, ich hab mich nicht entledigt, sehe ich gerade. Minuteman, Generalshut. So, damit sind wir jetzt da. Ach, guck an, kann ich den... Den Silver Shroud kann ich gar nicht abgeben, so wie es aussieht. So, und dann ziehen wir den Hut an und die Rüstung. Er hat genau das Richtige. Kultig. Und unsere Stats sind damit wie? Wir haben Beweglichkeit, Wahrnehmung erhöht, 42 Rüstung und nochmal eine Wahrnehmung für den Hut. Ja, das ist schon nicht schlecht. Und wenn wir jetzt noch die passende Waffe dazu nehmen, die haben wir auch. Silver Shroud hat eine Silver Maschinenpistole. So. Okay. Die müssen wir natürlich dann immer so am besten auswählen. Yeah. Okay. Wir sollen jemanden umbringen. Das werden wir auch tun. Psst. Silver Shroud ist da. Ich kann's nicht fassen. Er hat auch wie Sammy ausgesehen. Hat sich aber anders als er verhalten. Das Institut denkt, es könnte Leute in dieser Stadt durch Sünds ersetzen? Das werden wir ja sehen. Was soll ich nur seiner Mutter sagen? Gibt's einen Grund, mich zu stören? Nee. Ich musste gerade einen Sünd-Körperdieb erschießen. Okay, ich will nur was mitnehmen hier. Danke. Er war ein Sünd? Ja, unfassbar, oder? Sammy ging's bis vor ein paar Tagen gut und dann das. Er verhält sich komisch, hört auf zu rauchen, zu trinken und seine Frau zu betrügen. Oh mein Gott. Ich meine, er war kein Heiliger, aber er war er selbst, okay? Das Institut hat kein Recht, ihn durch einen Sünd-Doppelgänger zu ersetzen. Wir müssen jetzt für Ordnung sorgen. Bleib lieber bei deinen Leuten, ja? Okay, mach ich. Okay. Huch. Ah, der ist hier in dem Gebäude drin, wie es scheint. Was ist das denn für ein abgefahrener Aufzug? Sieht teuer aus. Vielleicht habe ich ja einen neuen Freund. Tja. Als Shroud sprechen. Deine Verbrechen sind zu lange ungestraft geblieben. Was zur Hölle ist mit dir los? Naja, nichts, was ein paar Kugeln nicht beheben könnten. Du willst dich... Der hat eine coole Frisur, aber... Oh, oh. Ja, ich brauche ein bisschen... Nichts, was diese Wummer nicht erledigen könnte. Ich würde dir wehtun. Oh. Okay. Ein Schuss.
Leg die Visitenkarte auf Wains Leiche. Okay, wir werden nicht angegriffen. Welche Waffe haben wir jetzt hier? Ich muss mal kurz gucken. Wir sind ja schon ein bisschen besser ausgestattet, ne? Also, wir wissen das ja schon. Ah, okay. So. Aber jetzt geht's los. Waffe wegpacken. Leere Farbdose. Achso, das ist der Mülleimer. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ein Scharfschützengewehr. Nehmen wir mit zum Zerlegen. Patrone. Kampfrüstung Harnisch. Das nehmen wir mal alles mit. Ah, ich trage zu viel. Und? Da ist die Visitenkarte, oder? Ja. So, hey. Dogmeat. Achso, erstmal. Abbrechen. Ich brauche erstmal einen Überblick. Okay, das ist jetzt natürlich doof. SB-Kampfrüstung hat 15, 15, 15. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Kampfrüstung rechtes Bein 8. Ah, Metallrüstung. Okay, das gehen wir dem Hund, das zerlegen wir nämlich dann. Na. Hey. Ja, mein Kleiner. So. Lagern. Der bleibt. Haben wir noch irgendwas anderes? Unseren Schrott, den können wir noch loswerden. Ah, Synth-Komponenten sind auch schon Schrott. Das ist gut. Erlöser Standardvisier. Ach, das hat ja auch noch Gewicht hier. Sehe ich gerade. Und davon habe ich ja noch einiges. Ach, herrje. Torso-Mod. Okay, das muss ich auf alle Fälle in eine Kiste stauen dann. So. Wir haben diese Aufgabe erledigt und sollen was tun jetzt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Hör dir den Silver-Schraut-Sender an. Das tun wir. Galaxy News. Unser guter Freund Jerry ist hier. Ist das Ding an? Hallo? Ja, hallo. 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 Ist an. Wir sind auf Sendung. Ja. Oh, Mann. Ja. Hallo? Toll. Einfach toll. Silver Shroud hat schon Gerechtigkeit geübt. Miss Selmy wurde gerecht. Scheiße. Shroud hat Wayne kalt gemacht? Warte. Ist der Kerl etwa echt? Davon solltest du ausgehen. Ja. Ist das ein Silver Shroud-Kostüm? Ja. Hey, ich will dir nicht so nahe treten, aber ist das nicht eine Kindersendung? Hey Jay, nein. Kennst du den Chem-Dealer bei Bobby's? Er verdient sich eine goldene Nase. Er sagt, er hätte einen neuen Markt entdeckt. Kinder. Oh. Mit seinen miesen Camps sahnt er noch kräftig ab. Hört ihr das? Ein weiterer Schurke, um den sich Silver Shroud kümmern muss. Kinder? Warum? Mischt dieser Shroud denn jetzt auch im Chem-Geschäft mit? Nein, er unternimmt etwas dagegen. AJ verkauft an Kinder. Nur... Und seine Camps haben Leute umgebracht. Und? Ich schnall's noch nicht. AJ darf auf keinen Fall Kinder töten. Ja. Was auch immer. Okay. Galaxy. Machen wir wieder aus. Ach, wir haben ja noch ein Level-Up, sehe ich gerade. Ach, hey. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Schnorrer? Nee. Ich hätte ja gern irgendwann mal ein bisschen mehr getragen. Aha, wenn du überladen bist, kannst du Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Okay. Zu Hightech-Mods. Oh Gott, was muss ich denn hier noch alles machen? Beweglichkeit 7. Aha. Fernschleichangriffen. Wiederverwerter. Ey, so seltene Komponenten wie Schaltkreise, nukleares Material oder Glasfaseroptik. Okay, Action Boy.
groß und schwer. Braucht man nicht Aquaboy? Das wäre auch nicht schlecht. Du kannst länger unter Wasser atmen. Ich hätte dann noch so eine Idee, durch so ein Wasserbergwerk zu tauchen. Tierfreund. Aha, Ziele und... Okay. Schlösser knacken, Schmied. Standardrang 1 Mods für Nahkampfwaffen. Nee, Nahkampf nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Meisterterminals hacken, das wäre auch nicht schlecht. Sandmann. Da sind wir nicht. Lebensspender. Kenne die Schwachpunkte deiner Feinde, um sie zu besiegen. Du kannst dir die Schadensresistenzen eines Ziels im Wetz ansehen. Auch nicht schlecht. Mods für Rüstung. Das zum Updaten. Was haben wir hier noch? Härte, Schadensresistenz. Glück. Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen... Ja, ob das jetzt so hilfreich ist. Wer zuerst schießt, tötet zuerst. Mit Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Waffen. Ich glaube, das machen wir mal. So. Wir haben jetzt hier noch eine Aufgabe. Und zwar haben wir die Aufgabe, hier jemanden den Gar auszumachen, der Kinder mit Drogen versorgt. Und dieser jemand steht hier. Oh. Halte die Hände dort, wo ich sie sehen kann. Hey, sieh einer diesen Clown an. Das hier ist mein Revier-Clown. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Schnüffler. Okay. AJ hat mächtige Freunde. Sei also kein Idiot und bleib cool. Wie siehst du denn aus? Beim Strahlungsschaden noch eine Brille aufgehabt, hä? AJ hat mächtige Freunde. Ja, ja. Also kein Idiot und bleib cool. Hey, sagte dein Kumpel auch schon. Diesen Clown an. Das hier ist mein Revier-Clown. Ja. Ich hab keinen Bock auf irgendwelche Schnüffler. So. Als Shroud sprechen. Verkaufst dein Gift an Kinder. Verkaufst dein Gift an Kinder, hm? Heute musst du dich Silver Shroud stellen. Wer bitte? Oh, um Himmels Willen. Hat Kent dich etwa geschickt? Der jammert doch ständig über die armen Kleinen. Was zum Teufel. Also, folgender Vorschlag. Ich zahl dir 50 Kronkorken, damit du nichts sagst. Und mir vielleicht Kent vom Leib hältst. Okay? Nö, wir ziehen das jetzt durch hier. Hör auf, dein Zeug an Kinder zu verkaufen. Sonst spürst du meinen Zorn. Du Arschloch. Mach den fertig. Wow, 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 wow. Halt, 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 halt. So haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. Wo ist er denn? Da, 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 da. Ich muss mir das echt mal wieder auf eine Taste legen, aber ich habe immer das Problem, dass ich dann die Taste drücke. Und was soll ich sagen? Geh ein. Ich habe kaum noch Schuss hier. Kronkorken, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Zeitungsverkäuferkappe brauchen wir nicht. Lass mal liegen und hier. Hund, bitte. Hey. Was? Was? Wer hat... Oh, wer bist du denn? Bobby Nasenlos. Hey, du. Hey, du. Suchst du Arbeit?
Ja, was denn? Was für eine Art von Arbeit? Gute Arbeit. Unter der Aufsicht der besten Chefin, die du je haben wirst. Okay. Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Erzähl mal, was denn überhaupt? Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Du wirst mir einfach vertrauen müssen. Na komm, da ist noch mehr drin. Da ist noch mehr drin. Dann 100 direkt auf die Hand. Geht's jetzt? Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Du wirst mir einfach vertrauen müssen. Aber weh, ich muss dich küssen. Okay. Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Erzähl, worum es geht. Na, sieht aber nett aus, Bobby. Und? Weg ist er. Ja. Was sagt denn Silberschraut-Radio? Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Ja. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Ja. Im Gemach der Mysterien. Ich möchte aber jetzt, Jasmin, Camille. Silver Shroud bringt Recht und Ordnung nach Good Neighbor. Ja. Die Schorken, seht euch vor. Und jetzt eine Eilmeldung. Die bösartige Killerin Kendra wurde kürzlich im Third Rail gesehen. Dieselbe Kendra, die Lil Joes Hütte in die Luft gesprengt und dabei 4 Menschen umgebracht hat. Wenn ihr Silver Shroud in Aktion sehen wollt, bleibt in der Nähe von Whitechapel Charlie. Shroud wird ihn verhören, um rauszubekommen, wo sich die Schurken aufhalten. Galaxy News Radio. Okay. Ja, wir haben jetzt hier schon mehrere Aufgaben. Das ist ja toll. Wir haben jetzt hier und wir haben hier. Wollen wir mal da kurz reingehen? Das ist hier drüben, ne? Hier, hallo. Third Rail. Waren wir da schon mal drin, ne? Ich weiß es gar nicht. Wir stecken mal die Waffe lieber ein. Hallo. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Okay. Also geh ruhig rein. Super. Was haben wir hier? Klo. Pilz. Ah, stehlen? Der gehört den auch noch hier. Oh, hier ist Musik. Was haben wir hier hinten? Oh, hier könnte man so schön, guck mal hier, Beton ohne Ende zum Bauen. Mentats. Ah, da. Müssen wir hier was reinwerfen? Nö. Ui. Wieder einer von euch Söldnern auf der Suche nach MacCready? Er ist im Hinterzimmer. Okay. Man, ich liebe dieses Lied. A broken down dream. You're tired of chasing. Well, does the girl to make you forget? Okay. So we're glad you dropped by. Come in, loosen up your tie. Have a drink or maybe just one more. Ja, du singst aber toll. Du stehst mir in der Sonne, Mann. Entschuldigung.
somebody else. So sit down your pretty face. You came to the right place. Oh, where every night it starts once more. Until your search is out. Von For You, also nach mir guckt sie. Ja, schön gesungen. Tolles Lied. Tolles Lied. Super. Und jetzt steht sie da wie angewurzelt. Ganz genau, Good Neighbor. Ich bin die, nach der ihr gesucht habt. Genau. Wir sind nach dieser Pause gleich wieder für euch da. Wundervoll wie immer, Max. Danke, Charlie. Kann ich etwas Wasser haben? Du musst nicht mal fragen. Sie hat aber schon. Was von dem guten Zeug auf. Du bist so süß, Charlie. Cool. Ja. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Mal gucken, was wir hier anstellen können. Bis dahin. Euer Firefox.